Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt mit Paxis. Wir helfen jetzt dem Jäger, wilde Hunde zu töten, weil die zu töten. Spät. Noch ein Angriff. Aus Spaß. Wo denn? Wechseln mal auf Irden. Ja, auf Igni meine ich. Da bist du hässlich. Mit Igni ist echt super einfach. Ja, also der Kampf war jetzt auch nicht wirklich schwer. Ich bin gerade am überlegen. Ich habe letztes Mal gesagt, vielleicht mache ich erstmal noch den Greifblatt und dann gehe ich auf den nächsten Schwierigkeitsgrad. Aber wenn ich ehrlich bin, bisher waren die Kämpfe relativ einfach. Und die einzigen Probleme, die ich bisher hatte, war so ein bisschen gegen die Untoten am See. Wie hießen die nochmal? Leichen? Ertrunkener, genau. Dann die die Mittagserscheinung war einfach. Jetzt okay, das war nur ein kleines Nebenquest mit den Hunden, aber trotzdem, mit dem Igni ist es schon ziemlich stark. Also ich glaube, ich werde einfach mal den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Blut, Schweiß und Tränen. Das ist schon der, das ist schon der zweitschwierigste. Ja, egal, ich nehme den jetzt trotzdem, darauf habe ich Bock. Das ist jetzt auch gespeichert, mal gucken nochmal nach. Was soll ich machen? Genau. Ja. Da fällt mir ein, wir legen mal auf im Inventar wieder. Also die Tränke brauchen wir momentan eigentlich nicht. Wahrscheinlich brauchen wir die dann sowieso erstmal wieder im Bossfight. Deswegen würde ich da mir wieder Naschi Naschi was zu essen auf 1 legen und auf 2 die Wasserflaschen. Dass man mal so zwischendurch ein bisschen regenerieren kann. Jetzt haben wir erstmal die Sachen ein. Hundetalg. Die brauchten wir ja auch, ich glaube, für Bomben oder so, zum Beispiel für Sachen. Boom. Naja, auf jeden Fall so ein bisschen brauchten wir auf jeden Fall Hundetalg und Bärenfett oder irgend so ein Zeugs. Wir brauchen mal eine Pfanne oder irgendwas, um dieses rohe Fleisch ein richtiges Fleisch zu machen. Dieter. Du kennst ihn? Wir haben zusammen im Herrenhaus gedient, wo jetzt die Armee der Schwarzen lagert. Er war Stallbursche, ich Jäger. Aber das war bevor... Jedenfalls ist es lange her. Die Nilfgaarder, wo hast du sie gefunden? Es war wovor? Es war wovor? Bevor sie mich aus dem Dorf vertrieben haben. Was hast du gemacht? Nichts. Ich bin ein Sonderling. Tut mir leid, ich möchte nicht drüber reden. Ich bin selbst ein Sonderling. Ich bin auch ein Sonderling. Ja, aber von anderer Art. Wenn es Lykanthropie ist, kann ich helfen. Was? Lykanthropie, Werwölfe. Ich hatte schon einige Fälle. Meistens ist es ein schlichter Fluch, der... Florian, der Sohn des Herrn, und ich liebten uns. Dieter hat uns im Stall überrascht. Mich haben sie verjagt. Florian hat sich aufgehängt. Der Herr begann das Saufen und das Gut verfiel. Jetzt weißt du es. Gehen wir, es tut mir leid. Ja, er ist schwul, was soll's, kann man nichts machen. Ist ja nicht schlimm. Es tut mir leid. Ach, ist schon lange her. Ich wollte dir zeigen, wo ich die Nilfgaarder gefunden habe. Komm. Weißt du etwas über ihn? Oh, 350 Punkte. Gehört nicht zu meiner üblichen Beute. Du aber zu seiner. Schon deine Überlebensinstinkte sollten dich aufpassen lassen. Ich gehe leise durch die Wälder. Mich hört und sieht kein Greif. Tja, dann sind wir jetzt wahrscheinlich wirklich... Oh, zieht hier gerade ein Sturm auf? Da fällt mir ein, es hat glaube ich noch nicht geregnet. Ist zumindest ziemlich stürmisch. Es scheint einen Sturm aufzuziehen. Ist aber auch super geil, wenn man das halt alles direkt mitbekommt. Und das, wo jetzt gerade der Tag beginnt. Wir sind denn hier nirgendwo irgendwelche Kräuter, die ich einsammeln kann nebenbei? Ah, oh, toll. Hier war's. Einer lag dort, beim Stumpf, ohne Kopf. Ein anderer hing vom Ast, ausgeweidet. Gedärme reichten bis...
Pass gut auf dich auf. Nicht zu trauern, sie waren Nilfgaarder. Naja, es ist... Ich komm schon klar. Ich komme schon zurecht. Das ist nicht der erste Greif, mit dem ich zu tun habe. Wird wohl auch nicht der letzte sein. Hoffentlich hast du recht. Jetzt Weidmanns Heil. Weidmanns Dank, sage ich dann bloß. Suche mit Hilfe der Hexenzinne den Ort. Ah, das hier schön ist. Die Nilfgaarder haben gefeiert. Der Greif hat sie gestört. Blut. Vor allem steht hier dran, dass es klar ist, aber es zieht doch gerade auf. Es sieht aus, als wenn gerade Nacht werden würde, aber ich gehe mal davon aus, dass es dann einfach nur dunkle Gewitterwolken sein. Also, es ist doch nicht klar. Ne? Der Boden ist schwarz, gesättigt mit Blut. Das war natürlich eine sehr krasse sehr krasses Indiz, was er da herausgefunden hat, oder eine schöne Spur. Ich meine, das hat man ja auch so nicht gesehen, da braucht man die Hexersinne. Ein altes Lagerfeuer. Ein Lager? Doch irgendwas. Hund oder ein Wolf oder irgendwas, aber scheint noch weiter weg zu sein. Muss doch noch mehr sein. Oh, es scheint mehr zu werden. Was ist denn das für ein Sturm, Jungs? Reißt euch mal zusammen. Ich sehe sonst aber überhaupt nichts mehr. Es leuchtet. Ich bin aber auch gerade total abgelenkt von dem Sturm. Es leuchtet auch sonst immer alles rot auf. Ich habe immer Angst, dass von da drüben was kommt. Ich will vorbereitet sein. Aber ist da sonst nichts weiter? Vielleicht hinter dem Baum? Hallo? Fuck. Scheißwölfe. Da ist noch was. Spuren. Diese Spuren sind älter und tiefer. Schwer gepanzert. Wohl Nilfgaarder. Ach so, das ist immer Schnellreise. Ich will mal lesen, wo es hingeht. Und dabei ist es aber... Wir folgen einfach mal den Spuren. Eine eingestürzte Brücke. Wahrscheinlich ist hier auch mal ein Wagen verunglückt, wenn ich das richtig sehe. Und vielleicht in dem Gut Leinen. Also Leinen brauchen wir bestimmt nicht. Anfänger-Rüstungsapparatur-Set. Ich hab doch gewusst, dass wir das irgendwann sowieso mal finden. Na also. Dann brauchen wir jetzt das auch nämlich kaufen. Und wenn jetzt doch mal unsere... Wenn jetzt doch mal unsere Waffen oder... Rüstungsgegenstände an Rüstwert verlieren, dann können wir das erstmal selber so ein bisschen reparieren. Wahrscheinlich nicht wirklich cool. Wie es aussieht, konnten wir auch dem Wolfsrudel aus dem Weg gehen. Sehr schön. Oh, ein bisschen schneller laufen. Sind wohl irgendwie von hier oben gekommen. Aber auffällig, wie wenige Kräuter, ne? Auffällig, wie wenig Kräuter hier in der Nähe wachsen. Die sind ja überhaupt gar keine angezeichnet auf der Karte oben rechts. Wahrscheinlich gab es da irgendeine Patrouille und an dem Lager hat sie dann der Greif überfallen. Ah, jetzt kommen wir zu den ersten Kräutern. Wie es aussieht. Wolfsband, nehmen wir es mal mit. Da drüben ist noch irgendwas. Sind das nochmal Leichen? Sieht fast danach aus. Eisbärfällen, aber wenn das kein... Wo gibt's denn hier Eisbären? Gibt's hier irgendwo schneebedeckte Felder etc.? Also ich weiß nicht, die Leichen oder diese Kadaver, die sehen auch genauso aus wie bei Witcher 2 und auch nicht irgendwie cool. Das Blut ist viel zu rot. Altes Blut ist nicht so rot. Altes Blut wird total dunkel. Alchemistische Paste, nehmen wir auch mal mit. Gibt's noch mehr? Was, wie dunkel das teilweise wird, wenn es zu schattig ist. Wir müssen aber erstmal wieder zurück. Ich habe mich halt ablenken lassen von diesen... Ja.
Ich weiß nicht, ob das irgendwie Tiere waren, aber ich gehe mal davon aus, dass es Wölfe oder sowas waren. Oder wilde Hunde, die das Tier da gerissen haben. Davon habe ich mich ablenken lassen. Weil ich es gesehen habe und hat sich ja auch irgendwie gelohnt. Ein Vorsprung festhalten. Ach, geh doch einfach mal hier hoch. Wollen die mich verarschen? Also. Da drüben geht's weiter. Kann ich hier drüber springen? Ist ja nicht wirklich tief. Ich meine, wenn ich jetzt hier reinfall, macht es ja nichts. Na also. Hat auch ganz gut funktioniert. Das Greifen ist. Oder was davon übrig ist. Oh, wir speichern mal. Wie gesagt, höherer Schwierigkeitsgrad. Der zweitschwerste. Da wäre ich schon doch ein bisschen stolz auf mich, wenn ich das doch schaffen sollte, diesen Greif damit platt zu machen. Und vor allem, wenn ich schaffen sollte, generell das Spiel auf diesen Schwierigkeitsgrad durchzuspielen. Die Leiche ist ein paar Wochen alt. Der Mann hat noch gelebt, als der Greif ihn hergebracht hat. Ein langsames Sterben. Oh, wie zerfleischt er ist. Da liegt noch ein halbes Bein. Unterleib eigentlich komplett weg. Der eine Arm ist weg. Aber gut, wenn Tiere essen, dann ist ihnen halt scheißegal, wie ihre Leichen aussehen. Knochen, Pferd, Hund, Mensch, einige Monatsvorräte. Ein toter Greif? Gibt's ja bestimmt noch einen, so wahrscheinlich ein Pärchen, und jetzt dreht halt der andere durch, weil sein Weibchen oder Menschen tot ist. Das Weibchen. Die Maden in ihren Wunden sind schon geschlüpft, ist mindestens seit einer Woche tot. Der andere Greif muss ein Männchen sein. Wunden untersuchen, Alter bestimmen, Art bestimmen. Na, untersuchen wir erstmal die Wunden. Tiefe Schnitte am ganzen Körper. Kein Tropfen Blut am Schnabel und an den Klauen. Hat sich nicht verteidigt. Müssen sich angeschlichen haben, als es schlief. Also haben die Nilfgaarder das Weibchen umgebracht und sind deswegen dann vom Menschen umgebracht worden, wie es aussieht. Abgenutzte Schnabelspitze, graues Haar im Fell, 10, 12 Jahre alt. Greifen finden sich zu Paaren zusammen, wenn sie jung sind. Das Männchen muss etwa das gleiche Alter haben. Dicker Schaft, dichte Fahne, ein Königsgreif. Das erklärt, warum das Männchen, dem ich begegnet bin, so aggressiv war. Er hat erst die Nilfgaarder hier im Wald gejagt und dann angefangen, durch die Gegend zu stromern. Ich habe getan, was ich konnte. Ich sollte mit Wesemir reden. Ah. Kampfvorbereitung. Unterschätze niemals deinen Gegner. Diese Regel ist aus gutem Grund das Kernstück der Hexerkodex. Angemessene Vorbereitung hat schon manchen Hexer das Leben gerettet. Du solltest Tränke und Öle brauen oder Handwerker aufsuchen, ehe du dich in den Kampf stürzt. Bei Waffenschmieden bekommst du Schwerter und Rüstung für Rüstung. Vor starken Gegnern solltest du einige Nebenquests abschließen, damit du Erfahrung gewinnst, deinen Charakter weiterentwickeln kannst und deine Chancen steigerst, den Kampf zu gewinnen. Ja. Wir sind jetzt ein neues Level, aber was ist, wo ist Charakter? Da, Charakter, Stufe 3, ein weiterer Punkt. Ich bin jetzt doch am überlegen, ich wollte ja eigentlich erst diese Sonne und Sterne nehmen, damit wir halt die Energie regeneriert bekommen, aber irgendwie bin ich jetzt doch dafür, weil halt gerade dieser große Kampf auch ansteht, mehr Schaden zu machen. Und dann hier Muskelgedächtnis für schneller Angriff, weil irgendwie scheint man den schnelleren Angriff öfters einzusetzen als den Kraftangriff und als den Streikenangriff. Deswegen, ja, würde ich jetzt einfach mal hieran investieren, erhöht den Schaden bei schnellen Angriffen um 5%. Ich denke, das nehme ich. Wir können ja momentan auch nur zwei Fertigkeiten gleichzeitig verwenden, das ist ja auch nicht so cool. Nächste Stufe erhöht dann einfach nochmal den Angriff um 10%. Na gut. Da frage ich mich echt, ob es überhaupt Sinn macht, dann noch in diesen Streikenangriff zu investieren, wenn man einfach das hochpumpt, dass man da einfach, ja, immer nur schnelle Angriffe macht. Das scheint mir dann irgendwie sinnvoller. Aber vielleicht gibt es Gegner, wo man mit Streikenangriffen attackieren muss oder so. Keine Ahnung. Tja, zurück zu Wesemir. Gibt es denn noch irgendwas, was man einsammeln könnte? Ich meine, wir müssten da noch ein paar Leichen liegen. Ne, das haben wir schon alles angeschaut. Da drüben sind die gleichen Leichen, oder? Ist halt alles schon gelb, will heißen, da kann ich nichts Neues erfahren. Sammeln wir halt wenigstens noch die... Hm?
Velena Langschwert ist sogar ein Meistergegenstand. Seine kaiserliche Majestät Emria Far Emris. Und wir haben wieder ein paar Kronen. Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal das Schwert an. Schaden plus 7, aber hat einen Malus von minus 3, weil es nur 75% an Haltbarkeit hat. Und leer, das heißt, wir können das mit irgendwas ausrichten, rüsten. Mit Runen oder sowas, gehe ich mal von aus. Plus 2% kritische Trefferchance, was ja auch schon mal nicht schlecht ist. Und wie gesagt, das ist halt schon deutlich stärker, wie man sieht. 32, also plus 6 Minimalschaden und plus 6 Maximalschaden ist schon nicht schlecht. Das werde ich auch erstmal anlegen. Und dann einfach zu einem Schmied gehen und das reparieren lassen, bevor ich mich dann halt in den Kampf... Ist aber eine Stahlwaffe, ne? Ja, ist ja auch Meistergegenstand, nice. Dann hatten wir noch ein Buch gefunden. Und zwar seine kaiserliche Majestät Emrefar Emreis. Emrefar Emreis herrscht, um sein Reich auszudehnen. Seine strategische Brillanz dient nur einer einzigen Vision, die Welt zu erobern. Obwohl er selbst mit Recht nicht von Eroberung, sondern von Errettung spricht. Ja, der Kaiser von Nilfgaard steckt die Welt mit dem Feuer der Zivilisation in Brand. Nachdem er über die noch warmen Leichen der Thronräuber seines Vaters gestiegen war, nahm der Kaiser die Krone und begann, sich nördliche Reiche einzuverleiben. Der Norden wurde von Terror heimgesucht. Lediglich die Schlacht von Brenna verlangsamte den siegreichen Vormarsch der kaiserlichen Armeen. Dann wurde ein vorübergehender Friede ausgehandelt, obwohl keiner diesem Trugbild Glauben schenkte. Emhirs Ziel, den gesamten Norden zu einem Vasallen Nilfgaards zu machen, blieb unverändert bestehen. Emhir nutzte den Deckmantel des Friedens, um seine politischen Tätigkeiten zu intensivieren. Nun ist das Ergebnis für alle sichtbar. In den Reichen der Nordlinge herrschen Chaos und Unordnung. Sie stehen aufgrund ihrer internen Streitigkeiten und des Verrats am Rande des Zusammenbruchs. Nur eine starke Hand kann dieses Chaos beseitigen. Nur ein weiser Herrscher kann den Blinden eine Vision schenken. Nur Emhir Far Emreis kann den Norden retten. Aus diesem Grund haben unsere Armeen die Yaruga überquert, zum dritten und letzten Mal. Das können wir dann also auch guten Herzens einfach verkaufen. Eisbärfeld. 146 Kronen wert. Das ist natürlich mal gar nicht schlecht. Noch mehr Leichen, die wir plündern können. Vielleicht hier drin irgendwas. Was ist das Netz? Ein paar Ohren. Ein paar Ohren. Warum ist das jetzt rot? Verbrannt. Das können nur Menschen getan haben. Hm. Jetzt haben wir aber, denke ich, alles untersucht. Ich sehe nichts mehr. Ich höre aber von irgendwo ein Geräusch. Und wir sehen auch auf der Karte, da ist ein Fragezeichen. Will heißen, das ist der erste interessante Ort. Was steht denn da? Nicht erkundeter Ort, bislang nicht erkundeter Ort oder unentdecktes Artefakt. Unser erstes Fragezeichen. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Beim letzten Ort der Macht war ja irgend so ein scheiß Monster da, das wir noch nicht besiegen konnten, deswegen speichere ich nochmal. Ach, dieses Mal scheint aber kein Monster da zu sein. Sehr gut. Halt, jetzt muss agieren. Du hast einen Fertigkeitspunkt erhalten. Quenzeichen wurde verstärkt. Auch nicht schlecht. Für eine halbe Stunde. Nice, nice. Und wie gesagt, Fertigkeitspunkt ist natürlich auch wieder mehr als interessant. Das war falsch. Das war auch falsch, oh mein Gott. Einen Fertigkeitspunkt. Jetzt ist natürlich die Frage, kann ich den jetzt einfach nochmal in dieses Dingens hier reinpumpen? Ich habe ja momentan auch nichts anderes. Das heißt, es wäre ja ziemlich blöd, jetzt irgendeine Fertigkeit zu wählen, dann müsste ich, also die ich nicht hier reinnehmen kann, weil dann müsste ich ja eins von den anderen rausnehmen. Also entweder spare ich mir diesen Fertigkeitspunkt oder ich sage mir, okay, ich pumpe den in Muskelgedächtnis rein. Dann erhöht sich der Schaden direkt mal um 10%, was ja auch nicht schlecht ist. Und ich glaube, das mache ich auch. Nee, ich wollte eigentlich die Fertigkeit verbessern. So, dann sind wir jetzt natürlich schon mal gut gerüstet gegen den Kampf von dem Greif. Wo ist denn unser Freund? Ist vielleicht durch Zufall noch ein Fragezeichen in der Nähe? Hier drüben, wenn wir einmal hier sind, wäre es ja ziemlich blöd, jetzt
zurück zur Stadt zu gehen und dann irgendwann mal zu dem Fragezeichen zu reiten, weil es ist ja ziemlich weit ab von allen, wenn ich das richtig sehe. Deswegen würde ich sagen, wäre es eigentlich ziemlich schlau gewesen, hätte ich erstmal einen Punkt gesetzt. So. Und dann reisen wir dahin. Plötze! Vielleicht wollten ja die Programmierer vom Spiel unbedingt... Da ist ein... Da scheint eine Ruine zu sein. Zumindest sehe ich da ein altes Haus. Oder vielleicht auch kein altes Haus, sondern einfach ein Haus. Vielleicht wollten ja die Programmierer unbedingt einen dieser coolen Laute reinmachen. Oh, fuck. Deserteure. Müssen wir also gleich platt machen. Die schießen Pfeile. Zeig mal ab. Ob wir das schaffen? Naja, es war ja eh erst gespeichert. Au, ja. Oh, die ziehen aber schon gut was ab. Scheiße. Nicht nachlassen. Was zum Teufel? Die halten ja gar nichts aus. Was ist los? Okay, ich sollte ein bisschen aufpassen. Ich das rumgehabt mit meinem scheiß Zeichen wieder. Immer noch. Was mache ich denn mit Quen? Ist das ein Schutz? Ach, das könnte Schutz sein. Nein. Komm schon. Schöner Kampf. Wir ziehen dir die Haut ab. Reißt ihm die Eier ab. Wir haben ihn. Ist das der Deserteur, von dem die geredet haben? Also dieser Anschlag am Brett. Jetzt kümmern wir uns mal um den hier. Das ist ja richtig geil, wie man denen die Köpfe abschlägt. Fick dich! Ah, mit Streikenangriffen kann man die Verteidigung anscheinend oder die Parade durchbrechen. Oh, wie einfach immer die Köpfe abschlägt. Aber ich finde halt das Rot zu krass. Also das Blut dürfte halt nicht so extrem aussehen. Das macht es ein bisschen lächerlich, ehrlich gesagt. Aber es ist erstmal cool, dass er echt die dann alles so umbringt. Ist es der Deserteur? Anfänger-Rüstungsreparatursets. Ich glaube, das andere war für Waffen, wenn ich mich recht entsinne. Rostiges Novigrader Schwert. Natürlich alles mit. Öl, rostiges Schwert. Öl ist ganz gut, brauchen wir auch, um jetzt irgendwelche coolen... Ich glaube, Seide ist ein bisschen was wert. Um irgendwelche coolen Geisteröle etc. herzustellen, brauchen wir halt das Öl. Stahldraht und kleiner Knüppel. Naja, ich nehme das mal alles. Dann würde ich sagen, speichern und liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxis. Beim nächsten Mal geht es dann an der Stelle weiter. Und der Kampf, gerade weil es viele Gegner waren, war schon ein Tick anspruchsvoller, aber okay. Lag auch daran, dass ich ein bisschen mit meinen Zeichen hier rumgealbert habe. Ich sollte mir vielleicht merken, wie die einzelnen Zahlen sind, damit ich schneller hin und her wechseln muss und nicht immer mit den Rad hier wechsel, mit dem Mausrad, oder ich mache das halt hier. Ich glaube, das ist auch nicht schlecht. Dann kann ich immer direkt sehen, was ich mache, dann passiert ja auch das Spiel. Ja, das werde ich wahrscheinlich machen. Also dann, bis zum nächsten Mal, euer Paxis, Daumen nach oben, wird man euch loben. Tschö, tschö, bis morgen.